Für die CDU-Fraktion hat nun die Fraktionsvorsitzende Frau Klaus das Wort. Es kommt endlich mal ein Höhepunkt des Tages. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Jahr 2022 ist ein Jahr, das in die Geschichte eingehen wird. Es ist das Jahr, in dem uns alle schmerzlich vor Augen geführt wurde, wohin internationale Abhängigkeiten führen. Es ist das Jahr, in dem wir miterleben mussten, wie das größte Land der Erde seinen Nachbarn angreift. Und es ist das Jahr der Zeitenwende. Vieles, was uns für undenkbar schien, ist in diesem Jahr eingetreten. Einiges, was wir nicht für möglich gehalten hätten, hat uns dieses Jahr beschert. Und niemand weiß, wohin die Wirtschaft, die Politik, wohin unsere Erde in den nächsten Jahren steuern wird. Und in unsicheren Zeiten ist Verlässlichkeit die beste Antwort. Sie schafft Stabilität. Deshalb ist es wichtig, in diesen Zeiten auf sich zu fahren und verantwortungsvoll den Rahmen dafür zu setzen, dass wir diese Krise bestehen. Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen arbeiten daran mit Hochdruck. Aber gleich zu Beginn meiner Ausführungen will ich ausdrücklich Danke sagen. Ich will Danke sagen an die Fraktionen von SPD und FDP. Denn in dieser Krise ist es uns gemeinschaftlich, gemeinsam, überparteilich gelungen, ein Paket zu schnüren, das diese oder gegen diese Krise anarbeitet. Und das getreu dem Motto, Hessen steht zusammen. Es stellt ein Programm der Verständigung dar. Es stellt ein Maßnahmenprogramm dar, das in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wirkt. Und vor allen Dingen, es ist ein außergewöhnliches Paket, das eine außergewöhnlich klare Botschaft setzt. Gerade in dieser Krise steht unsere Gesellschaft zusammen. Die Demokratie funktioniert, und wir arbeiten fokussiert. Wir treten damit auch sehr deutlich allen Kräften entgegen, die die Probleme nicht lösen, sondern instrumentalisieren. Zusammenhalten statt spalten, das ist das Motto der Demokraten. Wir lassen uns nicht spalten. Hessen steht zusammen. Wir haben ja eben schon gemerkt, dass einige darauf anspringen. Insoweit ist es noch besser, dass wir dieses Paket gemacht haben. Dazu haben wir ein großes Bündel in das Paket getan. Und um da zu ergänzen, wo der Bund eben noch keine Antworten geliefert hat. Und insoweit ist es ein ergänzendes, überparteiliches Paket für kleine und mittlere Unternehmen, für die Landwirtschaft, für Vereine, Verbände, Initiativen und Einrichtungen, die wir entlasten wollen, für die Tafeln, die in diesen Tagen besonderen Herausforderungen gegenüberstehen. Wir wollen Beratungsstrukturen stärken. Wir wollen soziale Härten für die Menschen abfedern, die es absolut benötigen. Wir wollen die Energieeffizienz und Resilienz steigern. Außerdem, und da haben wir auch schon Anwürfe gehört, das ist nicht der Fall, wir kümmern uns natürlich um Kultur und um Hochschulen. Und wir leisten auch einen Beitrag für die Kur- und Heilbäder dieses Landes. Insgesamt ist es mir äußerst wichtig, diese Botschaft noch einmal zu wiederholen. Es ist ein überparteiliches Paket, das wir gemeinsam in diesen Zeiten geleistet haben. Und insoweit noch einmal ein herzliches Dankeschön für die konstruktive Zusammenarbeit, insbesondere an SPD und FDP. Ich komme auch noch vermutlich zu unversöhnlicheren Teilen. Deswegen wollte ich es noch voranstellen. Und ich wollte vor allen Dingen auch Punkte eingreifen oder aufgreifen, die Sie in der Debatte genannt hatten. Und bevor ich zu den Fakten auch des Haushaltes komme, wollte ich noch einmal das aufgreifen, was Kollege René Rock gesagt hat. In Teilen hatte ich die Vermutung, dass er eine sehr alte Rede mitgebracht hatte, dass es nicht um Bilanz, sondern noch um alte Ministerpräsidenten etc. von uns ging. Und er hat auch wieder das Sondervermögen bemüht. Das Sondervermögen, was wir hier in Hessen aufgelegt hatten. Und wir kennen den Ausgang, und wir haben ihn auch zur Kenntnis genommen und abgewendet und umgewandelt in ein anderes System. Nur, und da kam die Verwunderung jetzt her,
dass Ihr Bundesfinanzminister in Kenntnis dieses Urteils genau das Gleiche danach macht, und zwar in Höhe von 250 Milliarden ein Sondervermögen, das dort heißt Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds auf. Das ist doch stark verwunderlich. Ich hätte an dieser Stelle das auch gerne breiter adressiert an die FDP, und ich hätte auch gerne dem neuen Spitzenkandidaten gratuliert. Aber Kollege Naas ist nicht da. Vielleicht kann man das noch einmal intern diskutieren. Aber das ist vielleicht auch nur eine von vielen Fragen, die sich heute noch auftun werden. Aber ich möchte auch loben, weiterhin loben möchte ich auch. Denn Kollege Rock war ja auch ganz investigativ unterwegs. Ich danke dem Kollegen Wagner, der ja schon auch dargestellt hat, was der SPD gelungen ist, festzustellen, dass es auch in Koalitionen manchmal Reibung gibt. Aber Kollege Rock hat ja wirklich den Finger in die Wunde gelegt. Er hat rausbekommen, was diese Koalition noch nicht geleistet hat. Und zwar, das ist das gemeinsame Buch von Tarek Al-Wazir und Volker Bouffier. Das ist wirklich, also das sollte man zur Seite schreiben. Es gibt doch Sachen, die wir noch nicht abgearbeitet haben, insoweit. Ja, das muss man weg. Das halten wir fest. Also, wenn das das Einzige ist, finde ich, ist das eine brillante Bilanz, die wir hingelegt haben. Ich habe mich auch ehrlich gesagt gerade so kurz vor Weihnachten, kurz vorm Tannenbaum, auch über diese romantischen Zuschreibungen gefreut, die Sie uns zugedacht haben in der Koalition von Liebesheirat und ach was Flitterwochen und alles. Es war wirklich weihnachtlich. Ja, es war wirklich. Aber wir denken an der Stelle in anderen Kategorien. Bei uns geht es um zwei Parteien, die erfolgreich eine Koalition schließen. Und das, ja, das ist doch wunderbar. Und vielleicht, das ist ja auch immer schön bei Reden, dass man das so darstellt. Vielleicht ist es einfach so, wie beim Fahrradfahren oder auch beim Autofahren, wenn es ein bisschen ruckelt, dann wird nur ein Gang höher geschaltet. Also, insoweit. Naja, meine Damen und Herren, wir reden aber heute über den Haushalt und stabile Fundamente, denn wir wollen mit diesem Haushalt Strukturen stärken. Wir wollen staatspolitische Verantwortung und tagespolitische Verlässlichkeit leisten. Und das machen wir nicht nur bei den Hilfsprogrammen, sondern auch in unseren allgemein wichtigen Themen, die wir in diesem Haushalt platziert haben. Und da beginne ich sehr, sehr gerne einmal mit dem Rechtsstaat, weil wir gerade an dieser Stelle eine Stabilität sehen und sie auch bieten müssen in der Krise. Und deswegen bin ich sehr dankbar unserem neuen Justizminister, dass wir in diesem Haushalt knapp 500 neue Stellen schaffen, um in allen Bereichen der Justiz, und zwar von den Justizwachtmeisterinnen über die Rechtspfleger zu den Staatsanwälten und Richtern, ein Paket liefern und leisten, das eben gut ist für unseren Rechtsstaat und was Verfahren beschleunigt und was eben eine Garantie in unseren Rechtsstaat gibt. Insoweit vielen herzlichen Dank dem Ministerpräsidenten als auch dem Justizminister. Es fügt sich ein in das Leitbild unseres Landes, Sicherheit in unsicheren Zeiten zu geben. Und deswegen bleiben wir auch konsequent dran im Bereich der inneren Sicherheit, dass wir die Sicherheitslage in Hessen kontinuierlich verbessern. Die Gefahr, in Hessen Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, ist auf historischem Tiefstand. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote auf historischem Höchststand. Das sind Botschaften, die wichtig sind für Menschen, gerade in diesen Zeiten. Und das zeigt vor allen Dingen, dass unsere Politik wirkt und dass wir diesen erfolgreichen Weg mit diesem Doppelhaushalt weitergehen und dass deswegen bis 2025 die Zahl der Polizistinnen und Polizisten wachsen wird auf 16.000 Personen. Das sind Erfolgszahlen für Hessen. Und anders, das muss ich leider auch erwähnen, als bei der Bundesinnenministerin, Herr Kollege Rudolph, und das hat der Ministerpräsident auch freundlicherweise schon erwähnt, sparen wir nicht im Bereich des Innenressorts, sondern wir investieren da noch rein. Im Bund wird gespart um 40%, wir investieren noch rein. Wir investieren seit Jahren Rekordmittel in Ausstattung unserer Wehren, um die wichtige Arbeit vor Ort zu leisten. Und deswegen haben wir dort auch einen Höchststand
Rückstand in den Investitionen. Mit 45 Millionen € im Jahr 2024 geben wir so viel wie noch nie für die Förderung für Feuerwehrfahrzeuge und Häuser aus. Das sind wichtige Botschaften auch für unsere Mitmenschen, die im Ehrenamt tätig sind. Das kann man einen Tag nach dem Tag des Ehrenamtes auch noch einmal feststellen. Und an der Stelle ist mir auch noch etwas aufgefallen, und zwar, dass der Kollege Rudolph gerne wettet. Er hat ja eine Wette aufgemacht. Und ich wusste an der Stelle nicht, ob es Humor ist oder... Naja, ich weiß es nicht. Wollte ich gar nicht unterstellen. Also, ich möchte die Frage und die Wette einfach ein bisschen präzisieren, Kollege Rudolph. Ich glaube, es geht bei Ihnen nicht darum, ob unser Innenminister bleibt, sondern ob Ihre Innenministerin kommt. Und deswegen, weil Sie anscheinend ein Freund der Wetten sind, steige ich in diese Wette mit ein und wette auch für einen guten Zweck, den Sie entscheiden, dass Nancy Faeser in Hessen nicht Ministerpräsidentin wird. Meine Damen und Herren, wir arbeiten massiv an unseren wichtigen und zentralen Punkten. Wir arbeiten nicht nur im Bereich der inneren Sicherheit, sondern wir haben auch einen Schwerpunkt im Bereich der Gesundheit gesetzt. Wir haben in den letzten Jahren viel dort investiert, auch im Gegensatz zum Bund. Aber ich möchte ja auch weiterhin versöhnlich bleiben. Also, wir haben 1 Milliarde € in die Krankenhausfinanzierung im Doppelhaushalt bereits im laufenden Jahr. Und diese Zahl ist auch beeindruckend. Gibt es in der Investitionsförderung in Krankenhäuser 300 Millionen €, auch ein neuer Rekord. Wir sind bereits damit bei den Spitzenländern. Und zusammen mit den weiteren Sonderinvestitionen landen wir bei 1 Milliarde €. Und das sagen nicht wir, das sagt nicht diese geschlossene Koalition, sondern das sagt die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Also insoweit sind wir da auch auf einem sehr, sehr guten Weg und können uns zeigen lassen. Punkte, die dahinter stehen, wir reden ja nicht nur über Zahlen, sondern auch über Werke, ist auf der einen Seite das deutschlandweit einzigartige Modellprojekt der sektorenübergreifenden ambulanten Notfallsversorgung. Es ist IVENA. Es ist auch, und da gucken wir auch, dass wir weiter Studienplätze ausbauen im Bereich Medizin, eine Kooperation von Marburg und Fulda, dass wir dort 185 weitere Medizinstudienplätze gestalten. Und damit diese Menschen später auch in Hessen Arzt werden können, haben wir die Landarztquote eingeführt, und nicht nur die Landarztquote für Allgemeinmediziner, sondern weil es ebenso wichtig ist für Kinder- und Jugendärzte. Und das ist ein Komplettpaket im Bereich der Medizin, und auch da arbeiten wir erfolgreich weiter. Was im Bereich der Gesundheit gilt, gilt auch im Bereich der Pflege. Das ist ein Thema, das ganz viele Menschen über alle Generationen hinweg umtreibt. Und auch deshalb wollen wir in diesem Bereich noch weiter dranbleiben. Wir bringen jetzt ein neues Förderprogramm auf den Weg mit zunächst 10 Millionen € im Doppelhaushalt. Dort steigern wir dann die investive Förderung von Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen. Darüber hinaus fördern wir das Modellvorhaben zur Schaffung flexibler Angebotsstrukturen in der Kurzzeit- und Tagespflege mit 4 Millionen €. Und die Fokussierung auf dieses Thema wird sehr deutlich, indem wir dort ein eigenes Förderprodukt zum Thema Pflegestrategie finden. Dies geht einher mit dem neuen Landesamt für Gesundheit und Pflege. Und darüber hinaus haben wir uns auch entschieden, diese Pflegeoffensive weiter zu betreiben, und haben damit auch angefangen, dass wir den ersten Schritt im Bereich der Pflegeunterstützungsverordnung so verändern, dass der monatliche Entlastungsbeitrag leichter abgerufen werden kann und auch für Nachbarschaftshilfe eingesetzt werden kann. Das sind einzelne Bausteine, die wir gelöst haben, wo wir gesagt haben, das ist den Menschen wichtig. Das gehört auch dazu, in unsicheren Zeiten weiterzudenken. Und deswegen haben wir auch einen Schwerpunkt auf das Thema Pflege gelegt, meine Damen und Herren. Wir
wollen auch, jetzt habe ich eben schon über Fahrrad und Auto gesprochen, deswegen braucht man dafür auch eine infrastrukturelle Basis mit unserem Programm zur Belebung der Innenstädte. Auch ein Thema, was massiv uns beschäftigt hat zu Zeiten der Corona-Krise, haben wir ein Programm bis 2023 mit 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Für die Verkehrsverbünde insgesamt stellen wir 2,2 Milliarden Euro zur Verfügung und auch das Budget für den Landesstraßenbau wächst immer weiter. Eben haben wir auch gehört, wie es im Bereich des sozialen Wohnbaus angeblich aussieht. Aber auch da, Fakten tun ja wirklich in der Tat gut. Wenn man da einfach mal draufschaut, dann ist dort eine Trendwende gelungen. Und zwar haben wir hier seit Mitte der 90er Jahre erstmals wieder mehr sozialen Wohnungsbau in Hessen. Die Trendwende ist an dieser Stelle geschafft. Und das tut ja auch manchmal gut, wenn man das mal ins Verhältnis oder ins Länderranking setzt und sich die Länder anschaut, die das geschafft haben, da wird es Sie vielleicht überraschen, vielleicht aber auch nicht. An der Stelle finden Sie keine SPD-geführten Länder. Und das sind Punkte, wo man auch mal deutlich darauf hinweisen muss. Für uns ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Thema Sport und die Vereinsförderung. Wir haben es nicht nur in das Programm Hessen steht zusammengenommen, sondern wir unterstützen vielfältig die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das war zu Corona-Zeiten so, das ist jetzt auch so in den Zeiten der Energiekrise. Aber ich will auch nicht zurückschauen, sondern das Wichtige ist, nach vorne zu blicken. Und deswegen sehen wir an der Stelle, dass in den beiden Haushaltsjahren das Bewilligungsvolumen in diesem Bereich bei 38 Millionen Euro liegen wird für unseren Sport, damit wir das Förderniveau der letzten Jahre weiter etablieren können. Und ein ganz wichtiges Programm an der Stelle für uns ist auch das Modernisierungsprogramm SWIM für unsere Freibäder. Da erkennt man natürlich an dieser Stelle auch einen deutlichen Schwerpunkt. Und zwar ist das natürlich primär auch ein Programm, das gerade den Kindern in der Sommerzeit, aber natürlich auch darüber hinaus ermöglicht, das Schwimmen zu lernen. In Corona-Zeiten gab es viele Kinder, die nicht schwimmen lernen konnten und eine Stabilisierung in diesen Bereichen, dass es weiterhin Freibäder und Investitionen in Freibäder gibt. Das ist nicht selbstverständlich. Insoweit ist es gut, dass wir ein solches Programm haben, um die Kommunen zu unterstützen, damit die Kinder, die viel mitgemacht haben in Corona-Zeiten, jetzt auch die Möglichkeit haben, weiter schwimmen zu lernen. Ein ganz wichtiges Thema für uns. Und wenn wir Kinder in den Fokus nehmen, dann gilt das natürlich für alle Bereiche, in denen wir unsere Kinder in der Schule oder im Kindergarten oder auch in der Hochschule wissen. Und deswegen möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir die Punkte, die wir zu Corona-Zeiten auch erlebt haben, die Bildungsrückstände etc., dass wir die aufholen wollen, dass wir ein Bildungsprogramm mit Löwenstark haben, um dagegen anzuwirken. Denn unser Bildungsziel ist es natürlich, die Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer Herkunft so zu stellen, dass alle individuellen Chancen gewährleistet sind und möglich sind, und das innerhalb unserer ganzen Bildungspolitik. Und wenn man sich das alles mal anschaut, auch da sprechen die Fakten für uns. Das ist ja manchmal eine Gefühlslage, die ich auch durch die Opposition verstehen kann. Aber wenn man sich mal die Fakten anschaut, dann sieht das alles viel besser aus. Auch da der Bundesvergleich. Im Bundesvergleich sind wir bei den deutschen als auch bei den ausländischen Schülerinnen und Schülern mit der niedrigsten Schulabbrecherquote unterwegs. Das heißt, das sind Schülerinnen und Schüler, die dann einen ordentlichen Einstieg in eine Ausbildung oder darüber hinaus haben können. Das ist wichtig für die Bildungschancen bei uns in Hessen. Hessen gehört übrigens auch zu den Ländern mit den kleinsten Grundschulklassen. Das ist auch ein wesentlicher Faktor für unsere Jüngsten, damit in allen Bereichen, der Kultusminister hat es gemacht auf die Nachfrage, ich beantworte das sofort, auch unsere ohne Wortmeldung. Also, auch das funktioniert in Hessen. Das heißt, wir gehen... Wir gehen auch mit diesem Haushalt alle Probleme an, dass wir sagen, wir wollen auch weiter entlasten im Bereich der Bürokratien, auch bei den Schulen. Und deswegen stellen wir über 45 Millionen den Schulträgern auch für die nächsten
Jahre für die Schulverwaltungskräfte zur Verfügung. Über die 4.000 Stellen haben wir bereits mittlerweile miteinander gesprochen. Wir finden, das ist ein wichtiges Zeichen. Wir brauchen diese Stellen, wir brauchen diese Lehrer, und wir arbeiten auch daran, dass es weiter so sein wird. Wenn man sich das im Verfahren mal anschaut, dann erleben wir, dass unser Bildungsetat die 5-Milliarden-Euro-Grenze überschreitet. Wir wissen, Bildung unserer Kinder ist sowieso unbezahlbar, aber so einen Betrag dazu auch zu investieren, finde ich, ist auch wirklich zu unterstreichen und auch insoweit ein Dankeschön da an alle Kultuspolitiker. Und dann komme ich zu dem nächsten Bereich, hatte ich eben schon einmal erwähnt, Kindergarten und Familien insgesamt unterstützen mit Kindern. Das war auch so ein Teil in der Rede von den Oppositionsrednern, wo ich gesagt habe, das ist auch irgendwas zwischen dreist und ulkig. Weil wenn wir hören, hier im Hessischen Landtag, wir müssen etwas für Kinderbetreuung machen, ich glaube, das unterstreicht jeder, der diese Fraktion, diese Regierung trägt. Aber wenn wir dann sehen, dass auf anderer Ebene zum Beispiel die Sprachkita-Förderung eingestellt wird, dass dadurch Stellen gestrichen werden, die so zwingend benötigt werden, dann hat das doch hier einen faden Beigeschmack, meine Damen und Herren. Dann hat das einen faden Beigeschmack. Und deswegen, ich bin ja persönlich unterwegs, wir springen da gerne ein und fördern an der Stelle weiter, weil es uns natürlich wichtig ist und weil wir es als eine zentrale Aufgabe sehen, auch weiter dort unterwegs zu sein. Und wir wollen vor allen Dingen und ja, wir wollen auch weiter schauen, wo wir noch Verbesserungen herbeiführen können. Weil in dieser Problematik hilft es ja auch nichts, wenn wir uns gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Wir müssen gemeinschaftlich daran arbeiten, dass unsere Kinder in den Kitas ordentlich betreut werden. Und bei all dem wissen wir, da bin ich auch bei den Ebenen, wissen wir, wie viel unsere Kommunen leisten müssen. Denn ein Großteil dieser Arbeit wird von den Kommunalen, wird von den Jugendämtern etc. geleistet. Deswegen will ich deutlich unterstreichen, dass wir natürlich, falls es hier mal bestritten worden sein sollte in der Debatte, dass wir natürlich an der Seite der Kommunen stehen, dass wir, Sie kennen alle unser Kommunalentschuldungsprogramm, das war bundesweit einmalig, die Hessenkasse, dass wir bei Digitalisierungsprojekten unsere Kommunen unterstützen, dass wir auch perspektivisch den KFA, den kommunalen Finanzausgleich weiter ausbauen, dass wir mit der Finanzplanung bis 2026 bei rund 7,5 Milliarden Euro eine Verdopplung zu 2014 haben. Das kann keiner bestreiten, dass wir nicht Partner der Kommunen sind. Und das machen wir, weil wir wissen, dass die Kommunen eine der wichtigsten Säulen unseres Staates sind. Und deswegen will ich an dieser Stelle ein ausdrückliches Dankeschön auch an alle Haupt- als auch Ehrenamtlichen vor Ort für ihren immerwährenden Einsatz mal hier an dieser Stelle sagen. Denn ohne sie wäre unsere Demokratie nicht lebendig. Dankeschön dafür. Meine Damen und Herren, wir sind dafür da, um Bilanzen abzugeben. Das haben wir gemeinschaftlich getan. Auch der Kollege Wagner hat auf die Punkte verwiesen, die uns wichtig sind, und dass wir die auch gerne mit Ihnen diskutieren, dass wir aber auch den Blick nach vorne natürlich richten. Deswegen sind uns Punkte wie der Finanzplatz, die Pharmabranche, die vielen kleinen Unternehmen, Industrie und Handwerk alle wichtig. Und deswegen wollen wir einen Fokus auf unsere Stärken an der Stelle richten. Deswegen steigern wir die Investitionen in der Geschichte des Landes an dieser Stelle auf über 3 Milliarden Euro. Es gibt so viel Geld wie nie zuvor für Straßenbau, Radwege, staatlichen Hochbau etc. Wir haben viel über Klimaschutz heute miteinander gesprochen, aber ich möchte das auch noch einmal tun, weil ganz klar ist, wir machen kinder- und enkeltaugliche Politik, und da gehören diese Punkte natürlich drunter.
dass zum Beispiel zu 2008 der CO2-Fußabdruck der Landesverwaltung um 65, das ist so großartig, dass ich es noch einmal wiederholen muss, 65% verkleinert wurde, dass für die Aufforstung des hessischen Staatswaldes schon 5,5 Millionen Bäume, mal eine andere Zahl, Bäume gepflanzt wurden, dass wir gemeinschaftlich 10 Millionen Bäume pflanzen wollen. Also insoweit, das sind beeindruckende Zahlen an dieser Stelle. Und vor allen Dingen soll in Hessen auch wieder etwas, wo wir Spitzenreiter, wo wir Vorreiter und einmalig sind, die größte Brennstoffzellenzügenflotte, schwieriges Wort, bald in Hessen unterwegs sein. Das sind Punkte, die können sich sehen lassen. Und weil wir Nachhaltigkeit auch immer mit Innovation denken, verweise ich noch einmal darauf, dass der erste klimaneutrale Flieger weltweit aus Frankfurt gestartet ist. Es gibt so viel zu erzählen. Wir arbeiten in Hessen mit der größten synthetischen Kerosinanlage in Hessen, damit wir auch an dieser Stelle Perspektiven für die Zukunft geben können. Und Sie wissen, wir haben auch eine Affinität in Hessen zur Raumfahrt, und zwar aus einem Grund, weil 150 Unternehmen und Einrichtungen in diesem Bereich tätig sind, weil das die Arbeitsplätze von morgen sind. Und auch das gehört in das Konzept Enkel- und kindertaugliche Politik dieser Koalition. Und genau an dieser Stelle wollen wir weitermachen, weil der Kollege Matthias Wagner zu Recht gesagt hat, wir sind ja noch lange nicht fertig. Deswegen arbeiten wir engagiert weiter. Wir sind im Bereich der Start-ups und der Förderprogramme absolut auch maßgeblich unterwegs. Ich erwähne hier nur das CESAR in Darmstadt oder auch den Fintech-Bereich und vor allen Dingen ganz neu auch den Greentech-Bereich. Das erzähle ich auch mit großer Freude, weil es in meiner südhessischen Heimat in Gernsheim in der vergangenen Woche da auch das Kick-off für den Inkubator gab, für einen Accelerator, einen Beschleuniger eben in diesem Bereich, um auch ein deutsches Wort dafür zu nennen. Also alles mit Fluxum in Gernsheim, das deutet in Richtung Zukunft. Und dann will ich das Thema, was ja auch schon mehrfach angefragt wurde, auch noch gerne mit aufnehmen. Vermutlich rede ich deswegen so schnell. Es geht um den Bereich Digitales. Natürlich reden wir da gerne drüber. Und wir sind diejenigen, die auch ein Ministerium dafür haben, die von Anfang an gesagt haben, wir setzen da einen Schwerpunkt und wir machen das auch. Und da gebe ich Ihnen auch gerne ein paar Zahlen mit, weil Sie wissen, Zahlen helfen, gegen Gefühle anzukämpfen. Und da würden wir Sie auch gerne mitnehmen an der Stelle. Also zwischen 2023 und 2024 stehen insgesamt 600 Millionen Euro für Digitalisierung zur Verfügung. Fast 900, auch eine beachtliche Zahl, neue und aufgerüstete Standorte von Mobilfunkanlagen für besseren Empfang in Stadt und Land. Durch den Glasfaserpakt sollen 530.000 Haushalte allein in den kommenden Monaten einen Anschluss erhalten, damit wir im Jahr 2030 flächendeckend Glasfaseranschlüsse bereitstellen können. Wir gucken in alle Bereiche. Wir gucken in Stadt und Land. Und deswegen gibt es ein Digitalisierungszentrum für den ländlichen Raum in Kassel und Fulda, um sich den Themen anzunehmen. Wir haben ein ganz, ganz zukunftsweisendes Thema noch. Das ist das Zentrum für angewandtes Quantencomputing und ein KI-Innovationslabor. Das sind alles Punkte, die sich sehen lassen können. Und jetzt sagen Sie, es ist klar, dass die Unionsrednerin das sagt. Nein, wir haben das auch noch abprüfen lassen. Wir haben in Hessen einen Selbstbeauftragten fremd erstellten, das ist ja der Witz dabei, Digitalindex von unabhängigen Experten des Fraunhofer Instituts machen lassen. Da zitiere ich mal, in Hessen weist die digitale Infrastruktur gerade bei der Grundversorgung mit Breitbandanschlüssen im Bundesvergleich große Stärken auf. Große Stärken auf. Zitat Ende. Ich weiß, es reicht noch nicht. Deswegen habe ich noch ein zweites Zitat, auch vom Fraunhofer Kompetenzzentrum ÖFIT mitgebracht. Ich zitiere, im Bereich digitale Innovation weist Hessen mit seinen Unternehmens- und Forschungslandschaften sowie seiner dynamisch gewachsenen Rechenzentrumstruktur ein sehr hohes Niveau auf. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, auch da sind wir auf einem guten Weg. Regen Sie sich nicht so auf, Kollege Stürböck. Ich würde ja alles gerne weiter mit Ihnen diskutieren, auch mit dem Spitzenkandidaten immer noch nicht da. Gut, meine Damen und Herren.
Ich will nur sagen, lassen Sie mich zum Ende kommen. Lassen Sie mich, ja, regen Sie sich nicht so auf. Ich verstehe auch die Nervosität, aber ich finde, diese Koalition hat Personen und Inhalte. Vielleicht kommt das bei den anderen deswegen etwas nervös rüber. Aber, meine Damen und Herren, ich komme ja zum Schluss mit dem Blick auf die Zeit. Denn, und das ist wieder der versöhnliche Teil, der Bilanzteil, denn hinter diesen ganzen Zahlen und Blättern stecken Investitionen in ein verlässliches, lebenswertes und innovatives Hessen. Denn gerade in Krisenzeiten darf die Zuversicht und vor allen Dingen das Mitgestalten der Zukunft nicht schwinden. Das sind wir all unseren Kindern und den nachfolgenden Generationen schuldig. Das gilt natürlich für die vorweihnachtliche Zeit, aber auch darüber hinaus. Denn in unsicheren Zeiten ist Verlässlichkeit und Zusammenhalt die beste Antwort. Dieser Haushalt legt dafür die Grundlage, und ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und als Nächstes darf ich Herrn Abgeordneten Stirböck ans Rednerpult bitten. Sie haben sich noch einmal gemeldet. Sie haben noch eine Minute 44. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Tatsache, dass wir hier im Einzelplan 02 des Ministerpräsidenten erst über Digitalisierung diskutieren, zeigt doch sinnfällig, wir haben kein richtiges Digitalisierungsministerium, sondern weiter nur eine Königin ohne Land im Taunuspalais. Und das ist auch nach 4 Jahren das Problem, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will ja nicht hämisch sein. Aber, liebe Frau Sinemus, jeder ist schon einmal bei einer Wahl durchgefallen. Aber wenn man als Digitalministerin der CDU bei Wahlen zum Landesvorstand durchfällt, gibt es nur 2 Erklärungen. Die CDU schätzt die Digitalministerin nicht, oder die CDU schätzt Digitalisierung nicht hoch genug. Ich denke beides, und das ist traurig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Klaus, Sie haben angesprochen den Bundesvergleich. Ich will Ihnen da mal ein paar Sachen nennen. E-Justice, unterer Durchschnitt, Schlusslicht. ISM, Bildungsmonitor, Digitalisierung, Durchschnitt. Smart City Index, eine Stand unter den Top 30, unter dem Durchschnitt. 1-Gigabit-Anschlüsse, unter dem Durchschnitt. Mobilfunk bei allen Technologien, unterm Schnitt, insgesamt unterm Schnitt. Wir brauchen aber Fortschritt statt Durchschnitt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir als Freie Demokraten wollen Open Data, Informatik an den Schulen, Tablets statt Schulbücher, Gigabit-Gutscheine, 6G stärker fördern, mehr tun für Smart Cities. Und das ist wichtig. Wir brauchen eine echte Digitalwende in diesem Land. Und diese Digitalwende gibt es nicht mehr mit dieser Landesregierung und dieser Koalition. Und deshalb braucht es einen Wechsel für eine echte Wende. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der Rednerliste angekommen und setzen dann wie vereinbart morgen die Beratung mit den weiteren Einzelplänen fort.